Was, wenn Salzburg nicht zu Österreich gekommen wäre? Tja, dann würden wir bestimmt erfolgreiche Skirennläufer vermissen, wie den, der als Sohn einer Skilehrerfamilie in Tennengau geboren wurde und mehrfach hintereinander den Gesamtweltcupsieg schaffte. Oder die erfolgreichste Slalomläuferin der Weltcupgeschichte, welche in Saalfelden aufgewachsen ist und zweimal die Weltmeisterschaft gewann. Außerdem würde uns der aus Salzburg stammende Adrenalin-Junkie fehlen, der 2012 tatsächlich den Sprung aus der Stratosphäre wagte. Wir feiern Salzburg bei Österreich.